Und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play The Legend of Spyro The New Beginning. Ganz genau, im letzten Part waren wir so weit im zweiten Gebiet angekommen, dass wir kurz vor dem Boss stehen. Hurra, wir müssen also durch den Schrein durch, um Cyril zu retten. Auf geht's zum zweiten Boss. Wir haben gerade gesehen, Cinder ist hier weggeflogen. Was hat sie hier fabriziert? Sei vorsichtig. Denk an letztes Mal. Ich weiß. Aber Cinder ist weg und ich sehe hier keine Eiskönige rumhängen. Hilfe. Irgendwann lerne ich es noch. Wenn etwas gut aussieht, dann lauf weg. Ganz genau. Das ist der Boss. Der Steinwächter. Er kann seine Hand einfach verschießen. Und so müssen wir ihn auch treffen. Zack. Zack, 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 zack. Genau. Wenn wir ihm zu nahe kommen, dann wird er was anderes tun. Da, er kickt uns weg. Das war gefährlich. So, wir können natürlich auch diese Dinger hier nehmen und uns dahinter verstecken, damit er Bam macht. Und nein, das effektet ihn nicht. Er kann auch die Kristalle kaputt machen. Sehr schön. Au! Oh, das effektet ihn. Au! Ich habe gerade die Kamera gedreht. Pass auf, Welt! Okay. Und ja, diesen Gegner haben wir in The Eternal Night auch. Drinne. Nur halt in abgeänderter Version, wenn wir ehrlich sind. Alles wenn wir dann noch. Ja, die Turn in Night machen wir dann auch noch. Das schauen wir. Was das wird. Oha, zweite Phase. Oh. Zack. Zack, 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 zack. Schlauheit. Und wir sind im roten Bereich. Ding, 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 ding
Hilfe! Und wir haben ihn! Wir haben ihn! Take this. Ihr habt den Schreingott besänftigt. Alles ist im Gleichgewicht. Die Jahreszeiten, das Land, unsere Welt. Die Atlavas wollen euch jetzt anbeten. Anbeten? Okay, das gefällt mir schon besser. Ich habe nie den verdienten Respekt bekommen. Das Lob, das mir zusteht. Das ist nett, Kane. Aber wir müssen nach Hause zurück und herausfinden, wie Cinder zu stoppen ist. Liebe Atlavas, ich, der mächtige Sparks, Geißel der Despoten. Ja, ja, alter Junge, wir würden wirklich gern hierbleiben als Teil eurer primitiven Naturgesellschaft. Aber die Pflicht ruft, die Pflicht ruft. Wenn ihr müsst, dann geht. Aber wisset, dass ihr jetzt ein Teil des Atlava-Stammes seid. Ich bin der mächtige Sparks, was auch immer. Übrigens, ihr hattet recht. Womit? Vielleicht sind zwei Köpfe besser als einer. Auch wenn der eine einer nervigen Mücke gehört. Mücke, ich? Heißt das? Ja, ja, Voltier. So. Ich sehe schon, die Monate der Gefangenschaft konnten deine elektrische Zunge nicht im Entferntesten verlangsamen. Das ist ja alles so aufregend, animierend, attackierend, ambitionierend. So, nimm doch mal jemand dem Typen den Thesaurus weg. Seid bitte, bitte alle mal still! Es ist zwar ermutigend, dass Spyro zwei von euch befreien und ein Wiedersehen ermöglichen konnte, aber haben wir da nicht wen vergessen? Ja, ja, natürlich. Terrador. Genau. Wie machen wir also weiter? Ich glaube, ich kann helfen, Ignitus. Also, junger Freund, da du in Hochkap einiges über Eis gelernt hast, schlage ich vor, du begibst dich in den Trainingsraum, damit du noch mehr von mir lernst. Das Erbe der großen Eisdrachen von einst, meiner Ahnen, die vom Besten der Besten dieser etwas heruntergekommenen Linie abstammen, ist lang und berühmt. Mit meiner Hilfe kann Terrador sicherlich gerettet werden. Deine Affektiertheit, Arroganz und Anmaßung sind äußerst antagonierend. Wollen wir? Was? Sie sprechen alle sehr komisch. Dann laufen wir. Oh. Spyro, komm her. Da ist er. Elektrizität sind recht nette Spielereien. Aber nun wirst du die Geheimnisse des Eises erlernen. Eine Macht würdig der Besten. Dann zeige mal her. Die Macht des Eises. Oh. Drücke und halte Viereck gedrückt, um die angreifenden Attrappen mit einem Eisstrom einzufrieren. Greife sie dann im Nahkampf an, sobald sie eingefroren sind. Anfängerglück, denke ich. Das war's schon. Komm so. Hierher. Okay. Verfolge sie nun. Drücke und halte Viereck gedrückt, um die Attrappen mit deinem Eisstrom einzuführen. Wenn sie in Reichweite sind, greif sie im Nahkampf dann an, sobald sie eingefroren sind, bevor alles abläuft mit der Zeit. Hallo. Aber Eis. Hey. Zeit. Bitte.
Was? Nein, 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 das funktioniert einfach nicht. Aber das war der letzte. Natürlich. Zwei. Und bleib stehen. Nein. Danke. Auch ein blinder Drache findet mal ein Korn. Oh, Violetti. Da. Aha. Dreieck. Oh mein Gott. Und wir können das gedrückt halten, dann können wir einfach schultern. Gibt es. Wo denn? Wo denn? Wo? Ist das weiter? Was noch mehr? Spyro, komm her. Nein. Ach, die laufen. Die laufen sogar weg. Ich muss verhindern. Davon war aber nichts gesagt worden. Dass es da welche gibt, die weglaufen. Schau mal! Hab ich's? Komm hier. Ich hab's. Das war's noch nicht. Verfolge die Attrappen. Drücke und halte anschließend Dreieck gedrückt, um die fliegenden Attrappen mit deinen Eisblocken. Oh nein. Verlangsamen, bis sie zerstört sind. Nein. Piu, 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 piu. Komm, geht. Ja, ja, genauso. Was ist das? Ah. Hier drüben. Ah, Schwein. Ja, das ist schon nicht schlecht. Das muss man sagen. Das hat was. Piu, 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 piu. Das Element Eis gemeistert. Das schaffen nur wenige. Ach so. Tada. Natürlich müssen wir die anderen noch aufwerten mit dem Fertigkeitspunkt. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Stimmt. Was genau meinst du damit, Ignitus? Ja, deine Hypothese ist faszinierend, aber auch äußerst verblüffend. Hä? Er sagt, er weiß nicht, wovon er da redet. Mann, ich verstehe echt nie, was er sagt. Ich will sagen, dass Cinder die Kräfte der Wächter nutzt, um ein Portal zu entriegeln, das nie geöffnet werden darf. Warum? Was ist hinter dem Portal? Das ist jetzt nicht wichtig für dich.
Wichtig ist, dass du nach Munition umkommst und Terrador befreist, ehe sie aus seinen Kräften einen weiteren Kristall schafft. Und ehe der Vulkan, explodiert. Das reicht, Voltier. Wir haben genug Zeit. Genug Zeit. Zeit? Wir brauchen noch mehr Zeit, um schreckliche Dinge zu erleben? Warum sind wir bloß nicht in Hochkap geblieben? Da bin ich wer. Hör auf zu meckern, Sparks. Vielleicht gibt es in Munition, um auch einen Stamm für dich zu retten. Ja, aber der erste Stamm, den man rettet, ist immer was Besonderes. Du weißt schon. Munitionum ist eine Insel. Dort befindet sich der aktive Vulkan Urigo, der das Leben auf der Oberfläche sehr schwierig gestaltet. Die Einheimischen wurden gezwungen, die Metalle abzubauen, aus denen Cinder die Waffen ihrer Armee schmiedet. Wie heißen die Einheimischen? Sie heißen Mann sind wir klein. Okay. Muss ich das aufschreiben? Es heißt, dass Cinder Terrador irgendwo in den Minen festhält. Wir wissen, dass sie mit ihm den letzten Kristall antreibt, den sie zur Portalöffnung braucht. Befreit ihn, bevor ihr das gelingt. Oh, wie groß! Ja, sehr groß, aber keine Zeit für Sightseeing, Sparks. Jetzt wird es ernst. Los jetzt! Oh nein, nicht schon wieder! Er wird übermütig. Oh, schön. Oh ja, Munition. Das absolute Feuergebiet. Und hier können wir jetzt mit Eis hantieren. Fulminier-Express. Und wir machen das direkt. Wir werten erstmal unsere Stufen auf. Machen wir Feuer. Dann können wir die nämlich erstmal alle aufwerten und das wird uns einiges bringen. Wenn wir die drei hier nämlich feuern, dann kriegen wir einen neuen Schwall. Um genau zu sein, jetzt. Diese ultimative Feuerkraft explodiert in Spyros Mund wie ein flammender Vulkan. Drück und halte X gedrückt, um diesen Atem aufzuwerten. Wir müssen aber die andere Fähigkeit davon natürlich auch noch, zum Feuerbomber. Genau, aus flüssigem Magma mehr Kraft. Oh Mann! Oh nein! Ja gut. Das dürfte auch schon mal reichen. So, jetzt sieht unser Feuer so aus. Das sieht so aus. Oh yeah. Hat sich nicht viel verändert. Aber das wird was. Natürlich gibt es auch hier wieder diese Affen, die machen aus. Natürlich. Ist ganz klar. Also dann! Und weg ist die Feuerwacht. Okay.
alles gut. Das ist die andere Frage. So. Aber ich würde sagen, das reicht. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Schaltet wieder einen Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.